Stress am Arbeitsplatz. Laut Studien nichts Ungewöhnliches für Deutsche. 60% der Arbeitnehmer geben an, dass der Druck zugenommen hat. Hallo. Ja, Moment. 2001 fühlten sich noch weniger als die Hälfte der deutschen Arbeitnehmer betroffen. Tobias Dambacher, Journalist bei einer Tageszeitung, steht täglich unter Anspannung. Ja, der Stress in der Redaktion nimmt immer mehr zu. Ständig kommen neue Aufgabenfelder hinzu. Jetzt noch online, immer mehr Beilagen. Ständig wollen immer mehr Leute was von einem. Da weiß ich irgendwann gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Einmal vollkommen abschalten. Ein Weg dahin ist Hypnose. In einem Internetcafé veranstaltet Alexander Seel eine Showhypnose. Tobias ist neugierig. Seel ist ausgebildeter Hypnotiseur. Augen, du wirst aber nicht erwachen. Du bleibst in diesem angenehmen, entspannten Zustand. Du klebst dann noch fester. Geht's nicht? Nee. Kriegt die Beine nicht. Kriegst die Beine nicht weg? Nee. Komisch, gell? Jetzt kannst du aufstehen, jetzt geht's ganz leicht. Ich stehe mit auf. Genau. Alles okay, oder? Ja. Jetzt hast du ein anderes Problem. Der Finger klebt im Ohr, aber du kannst hoch. Und der Finger klebt im Ohr. Je mehr du versuchst, ihn rauszuziehen, umso weniger wird es dir gelingen. Okay. Pass auf. Ist auch wieder ganz einfach. Nimm einfach den linken Finger. Genau. Und wenn du mit dem linken Finger an deine Nasenspitze tippst, fällt die rechte Hand raus und der Finger klebt an der Nase fest. Wenn ich schnippe, fällt auch die Hand runter. Cool, oder? Also mal ganz großen Applaus für den Maxi. Bei seiner Show achtet Seel darauf, gewisse Grenzen nicht zu überschreiten. Ganz, ganz wichtig ist, dass die Leute, die mitmachen, dass die selber Spaß haben. Also, dass die nicht irgendwie vorgeführt werden oder sich blamieren, sondern dass sie richtig Spaß dabei haben. Und genau die Leute, die bei der Show mitmachen, das sind dann die, die hinterher sagen, oh, das hat ja wirklich funktioniert. Und jetzt, wo ich das erlebt habe, jetzt kann ich mir vorstellen, dass eine Raucherentwöhnung mit Hypnose sehr, sehr gut möglich ist. Und das ist meiner Meinung nach das Ziel von einer seriösen Show, eben eine gewisse Promotion für die Hypnosetherapie und auch für die medizinische Hypnose zu betreiben. Oft ist er auf Münchens Straßen unterwegs und sucht nach Leuten, die sich hypnotisieren lassen. Ich bin der Alexander, ich bin Hypnotiseur. Und darf ich einen von euch mal kurz hypnotisieren? Hat man jemand Lust, das auszuprobieren? Er beherrscht die Methodik der Blitzhypnose und bringt so die Menschen sekundenschnell in Trance. Schließ deine Augen. Showhypnose ist aber nicht jedermanns Sache. Wie beeinflussbar Menschen unter Hypnose werden und was der Showhypnotiseur damit Menschen machen kann, das würde ich mich nicht trauen, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Eine Einzelhypnose dagegen kann sich Tobias gut vorstellen. Nach 30 Minuten Entspannung ist Tobias wieder in der Realität angekommen. Sein Fazit? Es war ganz angenehm dann irgendwann. Also ich habe dann gemerkt, ich werde ruhiger und entspannter, ja. Oder muss man sein Leben einfach generell umstellen? Und das könnte für Tobias ungefähr so aussehen.